Mein Name ist Sven Bintreu, ich bin 28 Jahre alt und ich kandidiere für die Freien Demokraten im Wahlkreis Duisburg 2. Dazu gehört die gesamte linke Rheinseite und Walsum. Auf der linken Rheinseite bin ich auch aufgewachsen, erst in Homberg. Danach bin ich einige Jahre in Rheinhausen zur Schule gegangen, habe da auch gewohnt und habe mich dann dazu entschieden, Politikwissenschaften an der Uni Duisburg-Essen zu studieren und arbeite mittlerweile für einen Landtagsabgeordneten im Landtag von Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen sind wir in den letzten 4 Jahren schon zum Gründerland Nummer 1 geworden. Den Weg wollen wir auch fortsetzen. Wir wollen die besten Rahmenbedingungen für junge Talente in Nordrhein-Westfalen schaffen. Und ein weiterer Punkt auf dem Weg dahin ist eben auch der Bürokratieabbau. Wir wollen, dass der Großteil der Behördengänge auch digital durchführbar ist, damit man nicht mehr für jeden Antrag aufs Amt gehen muss, sondern das meiste von zu Hause, von der Couch erledigen kann. Gerade in den letzten 2 Jahren mussten junge Menschen viel entbehren. Ich persönlich freue mich jetzt darauf, dass das kulturelle Leben wieder volle Fahrt aufnimmt. Da gibt es aber oft ein Hindernis, nämlich die Mobilität. Dabei kommt es gar nicht darauf an, ob ich nachts mit dem ÖPNV unterwegs bin, tagsüber mit dem Rad oder auch mal mit dem Auto. Oftmals ist unsere Infrastruktur hier in Duisburg nicht besonders tragfähig. Da müssen wir in den nächsten Jahren besonderes Augenmerk drauf legen, dass sich hier was tut. Ein Thema, was für Duisburg in den nächsten Jahren ganz besonders wichtig wird, ist das Thema Wasserstoff. Wasserstoff hilft uns nicht nur dabei, unsere Wirtschaft klimaneutral umzubauen, es macht uns auf der anderen Seite auch unabhängiger von den fossilen Energieträgern der Autokraten dieser Welt. Gerade in Duisburg mit dem Binnenhafen haben wir bereits ein großes Wasserstoffterminal in Planung. Darüber hinaus ist es für uns aber auch wichtig, dass wir ans europäische Wasserstoff-Pipeline-Netz angeschlossen werden. Damit Schülerinnen und Schüler gerade da, wo es schwieriger ist, ihr volles Potenzial ausschöpfen können, haben wir in den letzten 4 Jahren auch in Duisburg die Talentschulen und die Talentscouts etabliert. Diese beiden Programme wollen wir aber auch flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen aufbauen, um so eben allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihren Lebensweg selbstbestimmt gestalten zu können. Demokratie ist am Ende wie ein guter Salat. Umso bunter es wird, umso besser schmeckt es auch. Deshalb bin ich froh, dass wir in einer so vielfältigen Gesellschaft leben, in der auch jeder die Chance und die Möglichkeit hat, seinen Beitrag zu leisten.